Herzlich willkommen zur zweiten Teil der Doppelstockwagen. Wir sind ja letztes Mal von Lübeck nach... Oh, jetzt habe ich mein Headset ausgesteckt. Oh Gott. Wir sind letztes Mal von Lübeck nach Uldesloe gefahren. Ja. Da setzen wir jetzt unsere Fahrt fort. Und zwar... Sagt der liebe Herr, willkommen zurück, Kollege. Beenden Sie die Zufahrt nach Hamburg. Die Passagiere sind hier in Bad Oldesloe eingestiegen, sodass sie bereit zur Weiterfahrt sind. Ja, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Und ich würde erstmal sagen, so, geben wir mal ein bisschen Gas. Langsam anfahren natürlich, dass es für die Fahrgäste natürlich schön ist. Gucken. Ja, fast kein Sound. Ah, jetzt. Mal Vollgas geben. Radschlupf, was ist denn Radschlupf? Oh. Ich könnte doch... Oh, alles klar. Was ist denn ein Radschlupf? Kann auch mit der Tastatur spielen, das ist natürlich geil. Das ist Gas, jawohl. Das ist... Bremsen, okay. Ich glaube, ich spiele mit Controller. Guck mal, was haben wir jetzt gemacht? Was? Geschwindigkeitsüberschreitung? Oh, nee, nee. Hör auf, lass mich in Ruhe. Jetzt 60 ist hier. Geben wir mal ein bisschen Gas. Wir haben schon minus 190 Punkte. Das ist natürlich auch nicht so gut. Schienenüberhöhung hat man hier, hätte man hier auch ruhig einbauen können. Und der Bahnhof ist 7,5 Kilometer alles lang. Wir haben freie Fahrt, also nichts vor uns. Ja. Den Sound ein bisschen leiser machen. So. Das ist schon besser. Warte, das steht gehe über, das heißt, ich muss da nicht anhalten. Gehe über. Okay, gut, können wir durchfahren. Wir sehen jetzt hier minimale Steigerung von 1 zu 350, also das ist fast gar nichts. Vielleicht
bisschen mehr Gas geben. Davon ist 100. Okay. 3 Kilometer. Wir kennen ja die Bremse von diesem Zug, also können wir noch etwas mit der Geschwindigkeit fahren. Wir können mal jetzt ein bisschen runtergehen. Bisschen mehr bremsen. Und 7 oder 6 oder 5 oder 4. Geh hier über. Oder wartet ein Zug? Hallo. Pünktlichkeitsbonus. Jetzt ist wieder 160. Aber oh, halt nicht die Bremse reinhauen. Die falsche Seite. Ist echt eine klasse Beschleunigung, muss ich sagen. Grün, alles klar. Ich habe halt immer noch Angst von der Fahrt davor, was wir gemacht haben mit dem Güterzug. Da war ja immer rot und es war immer so anstrengend, aufs Vorsignal zu achten, dann nur noch versuchen rechtzeitig zu bremsen. Ja. Das war irgendwie furchtbar. Ja. Also wenn man so als Güterzugfahrer da die ganze Zeit warten muss, bis da das Signal wieder grün wird, das ist ja... okay. Mit dem Dings nach links. Okay, alles klar. Weiß ich das auch. Wir haben ja, irgendwie habe ich das Gefühl, auf der Strecke fahren irgendwie bloß 2 Züge, ja. Ich dachte gerade schon, scheiße, wir müssen hier halten. Fuck, okay. Ich dachte, ich hab voll den Bahnhof verpennt. Oh, ich sehe rot. Halt, ich sehe rot. Förderungsqualität. Das war rot, das Vorsignal, wa? Die Bremse ist so unglaublich. Okay, wir haben langsam Fahrt bekommen. Was heißt es denn, 40 oder? Nee, 60, okay. Warum man hier auch
immer 60 reinhaut. Was ist denn das? 140 und kurz darauf 60 oder was soll das sein? Oh. Schon wieder drei Minuspunkte. Er bremst so stark, da brauche ich noch nicht bremsen. Ah, das war hier, wo wir angefangen haben. Mit der allerersten Route, genau. Das weiß ich noch. Lassen wir mal die Passagiere einsteigen. Sind wir gut? Ja. Wenn ich mich hier umgucken. Ah. Wir müssen jetzt hier noch stehen bleiben, bis. Okay, dauert noch ein bisschen. Das Vorsignal hängt in der Luft. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und es zeigt langsam Fahrt an. Wieso bekomme ich denn in diese Richtung langsam Fahrt? Müssen wir jetzt umkehren, oder? Also irgendwie ist die Map noch ziemlich buggy, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Wir können wieder losfahren. Also ich kann es immer und immer betonen, diese Beschleunigung ist unglaublich. Ja, ich habe teilweise das Gefühl, die ist besser wie mit einer E-Lok. Ja, die Maus da aus dem Bild. Hier aus dem Bild. Ich sag gerade nicht so viel, weil vielleicht hört man es ja dann, die Kirchenglocken läuten werden. Ich habe mein Fenster offen. Das ist natürlich nicht so schlau. Geh hier über, wann kommen wir denn an? Um 24. Ist die Maus immer im Bildschirm? Wie kann ich hier hupen? Jetzt gemacht? Okay, was ich jetzt gemacht habe. Ist das die Bildschirm? Warum ist die Maus immer da mit dem Bildschirm bitte? Furchtbar. Was denn das? Beenden B. Holy shit. Oh ja, da ist ja null
null Schienenüberholung drin. Oh, wow. Yeah. Naja. Das nächste zeigt auch grün, wenn ich das richtig sehe. So, Kirchenglocken sind vorbei. Gott sei Dank. So, wir versuchen natürlich pünktlich in Lübeck anzukommen. Ne, in Hamburg. Fahren von Lübeck nach Hamburg, ja. Hamburg dann, oder? Hamburg Hauptbahnhof, ja. Haben wir rot? Ne, das ist rechts von uns. Ja, grün, alles klar. Wir haben Rot. Ja, vielleicht ist ja irgendein Zug vor uns gefahren. Das kommt eigentlich nie vor. Ich habe gerade gedacht, echt, das rote Signal gehört zu uns. Ja, aber ich dachte so, shit. Fuck. Ey, das Spiel ist so verwirrend. Weil man sieht halt nicht. Ich habe das Gefühl, man sieht nicht so weit in die Ferne. Obwohl ich alles auf Hoch habe, aber. Noch ein bisschen hupen. Bahnsteig, da steht auch noch gegenüber. Ist dann 120. Dann kann man mal vom Gas runtergehen. Ein bisschen die Bremse reinholen. Dann sieht er recht.